Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Project Ozone Light und vor allen Dingen in einem neuen Jahr. Wir haben den 2. Januar 2019 und wünschen euch nochmal herzlich willkommen hier zur nächsten Folge. Schön, dass du mit dabei bist und auch hallo Wolle. Hallo Plaxart, ich wünsche dir auch noch ein gesundes neues 2019. Und natürlich wünschen wir das auch unseren Zuschauern. Und hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Und wir waren ein bisschen fleißig. Wir haben hier ein paar Endoflanes gemacht. Und die produzieren schon schön Mana, wenn ihr das so seht. Hier der grüne Strahl, das ist Mana. Da haben wir schon ein bisschen was drin im Pool. Der Wolle kümmert sich ein bisschen um Living Stone und Living Rock. Living Wood. Und ich kümmere mich derweil weiter um das Deep Dark Compressed. Ja, unser Ziel ist ja immer noch, ne? Ja, unser Ziel ist immer noch das Deep Dark. Und dazu brauchen wir eben, wir brauchen, ne, hier diese Quadrupple. Brauchen wir nicht nur, dass wir 4 Stück bräuchten, die hätten wir ja schon. Wir brauchen auch einen Quintuple. Ein Quintuple besteht wieder aus 9 Quintuples, 9 Quadruples. Und dann brauchen wir nochmal 4 Quadruples. Also brauchen wir jetzt bis 9, 3 und dann nochmal 4, also 7. 7 Quintuples brauchen wir jetzt noch. Ist ja gar nicht so viel. Hahaha. Nö, ne? Haben wir doch schon fast erreicht. Genau. Witz, Witz, komm raus, du bist umzingelt. So. Was machen wir dabei? Wir versuchen uns weiter. Oder was heißt weiter? Ich habe nicht mal geschaut, wenn wir jetzt in unser Questbüchlein reingucken. Und bei dem Endest Revolution weitermachen wollen, dann sehen wir, wir brauchen. Na, wo haben wir es? Wir brauchen diese Electrical Bank. Was da quasi heißt, Kapazitor Bank. Und damit wir die machen können, Kapazitor Bank. Ja, Redstone Block Hammer, Electrical Steel Hammer auch. Wir brauchen die Double Layer. Ja, habe ich schon mal drin. Pulverisierte Kohle hätte ich auch. Glaube ich, eine Sackmill. Habe ich schon mal vorbereitet. Haben da mal was vorbereitet. So, jetzt haben wir davon 4 Stück. Brauchen wir noch Electrical Steel. Ich meinte eigentlich, ich hätte noch ein bisschen gehabt. Haben wir nur einen gehabt? Schauen wir schnell, wie machen wir Electrical Steel. Electrical Steel. Aha, wir brauchen einfach Silikon, Eisen und Kohlepulver. Kohlepulver, gut, geht ja relativ einfach. Wir haben 9 Stück. Rein damit und schon wird es geschreddert. Gut, den Igneous Extruder, den werden wir dann später auch noch in Betrieb nehmen. So, haben wir das schon fertig. Schwefel können wir auch mal einsortieren. Den brauchen wir eigentlich immer mal wieder. Jetzt brauchen wir noch Eisen. 1, 2, 3, 4. Ja, machen wir 4. Was brauchen wir noch dazu für Electrical Steel? Silikon. Silikon haben wir doch auch irgendwo, oder? Ich weiß, ich habe Silikon schon gemacht. Ja. Aber wo haben wir das hingepackt? Das weiß ich nicht. In der Auswurfkiste irgendwo drin? Nö. Doch, doch, da haben wir es. Haben wir noch gar keinen. Noch gar keine. Kein Drawer gemacht dafür. Dann nehmen wir es da unten her, ne? Und da brauchen wir jetzt 1, 2, 3. Ich glaube 3 oder 4. Das schmeißen wir jetzt mal alles schön hier rein. Das, das und das. Und da macht der Computer hier im Eiltempo relativ schnell Electrical Steel. Mit 3 Stück reichen, weil einen haben wir schon, ne? Den Block setzen wir in die Mitte und dann rundum. Hä?
Sag mal, was ist denn hier los? Klappt wohl nicht. Nee, ich hatte die Double Layer, hatte ich 4 Stück. Hast du gerade gesagt. Und jetzt habe ich aber nur noch 2. Das verstehe, wer will, aber ich nicht. Haben die irgendwo... Hat die irgendwo reingelegt hier oben? Nee. Hä? Bin da jetzt ein bisschen überfragt. Puh. Ach, ach, da hat da einen reingelegt. Aha. Keine Ahnung, die Geräte haben sie sich gemopst. Was? Ja. So, und jetzt haben wir die Bank. Jetzt gibt es wieder ein Update vom Questbuch. Super. Und die können wir auch gleich hinten reinsetzen, weil können wir gleich mit Strom puffern, ne? Setzen wir die hin. Wir haben da oben eine drin. Jetzt muss sie gleich daher. So. Das Output und oben machen wir Input. So. Die lädt sie jetzt schön voll. Wir könnten hier noch eine Fackel reintun, wenn es so dunkel ist. Okay, also haben wir jetzt ein bisschen Strom. So, Wolle, ich will ja nicht unhöflich sein, aber konntest du denn schon wieder kämpfen gehen? Ich bin gerade dabei. Warum? Was brauchst du? Ach, einen Zombie-Kopf. Ich werde bald deinen Kopf nehmen. Wenn es so weitergeht. So, was ich euch noch zeigen kann, wie man Eisen macht. Nee. Wir haben hier Gold, 2 Blöcke, die werden wir noch rauslassen. Irgendwo sind ja Männer mit schlechten Atem. So, noch ein Block Gold. Na, schaut's, da ist der Wolle. Ja, ich weiß, was du von mir willst. Aber hier, ich hab mal was vorbereitet. Hey! Hey! Ich kann schon fast den Ex-Freund von Helene Fischer imitieren. Hey, herzlich willkommen hier zum Musikantenstadel der Volksmusik. Hey! Oh Gott. Wie heißt er hier, das Silbereisen? Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Nö. Wüsste nicht welche. So, was brauchen wir denn? Wir nehmen hier, genau, hier legen wir den Kopf rein. Und wir brauchen noch, das nimmt er nicht wahrscheinlich, wir brauchen eine Axt aus Gold. Ach, oh. Axt aus Gold, das ist ja Verschwendung pur. Weil, Leute, Gold ist zwar schön, aber unpraktisch. Da ist Eisen viel besser, weil die Axt hier, guckt mal, die hat eine Haltbarkeit von 32. Wenn ich jetzt eine normale Axt nehme, gut, die hat eine Haltbarkeit von 3200, nee, wo haben wir die Haltbarkeit? Hier, 535. Also ist es eigentlich hier rausgeworfenes Geld, wenn man es so sehen will. So, jetzt macht ihr das Gerät irgendwas. Es brodelt. Es arbeitet. Und was passiert? Nichts. Wir haben einen Z-Logic-Controller. Und mit dem Z-Logic-Controller können wir jetzt... eine Farming Station bauen. Genau. Z-Logic Controller.
Jetzt brauche ich noch diese zwei Teile da. Wir brauchen natürlich noch vier Electrical Steel. Electrical Steel habe ich doch gerade reingelegt. Brauchen wir das. A little bit. 1, 2, 3, 4. Und Eisen. 1, 2, 3, 4. So, und der Computer ist fleißig und macht uns Electrical Steel draus. Das dauert einen kurzen Moment. Wir brauchen ja noch mehr. Wir brauchen eine Diamond Hoe. Ho, ho. Weihnachten ist vorbei. Ho, ho, ho. Ja, trotzdem haben wir die Zipfelmütze. Das können wir euch auch erklären, warum wir hier diese Mütze aufhaben. Diese süße kleine rote Mütze. Weil wir nehmen die Folge schon vor Weihnachten auf. Jo. Geheimnis ho, ho, entlüftet. Ho. Macht aber jeder YouTuber, weil über Weihnachten, Feiertage, will man Ruhe haben, weniger aufnehmen, man kommt doch nicht dazu und deswegen wird ein bisschen vorab aufgenommen. Du bist ja, glaube ich, unterwegs, habe ich gehört, Wolle, ne? Ich bin auch ein paar Tage. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin auch ein paar Tage weg und von daher ist es ganz gut, ein bisschen vorzuproduzieren. So, die Diamond Ho Ho Ho. Jetzt brauchen wir noch diesen Dings. Das ist ein Dings, Ding, 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 Ding. Eins, eins, zwei. Also gehe ich erstmal auf den Grund hier. Das ist die Geräusche, das ist ja grauenhaft. Ach, so schlimm sind die ja gar nicht. Ich mag's nicht. Ich mag nicht. Jetzt brauchen wir noch Eisengitter. Eins, zwei, drei, vier. Aber warte mal, wir haben. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Will ich mir jetzt gar nicht mit anhören. Das geht gar nicht. Gut, und wir haben unsere Farm. Unsere kleine Farm. Die hat allerdings nur ein Problem. Wir brauchen Strom. Also Stromkabel. Ich glaube, es ist bei dir unten, ne? Ja, ja. Das ist hier hinten drin. Das ist, wenn du hier reingehst. Danach nicht, aber hier, wenn du hier hinter gehst. Ja, dann gehen wir rüber. Gehen wir mal. Da lächelt er dich schon an. Na, wer gewinnt? Ja. Was für eine Frage. Hast du nicht so richtig ausgeleuchtet? Wir haben den Binder hier. Ja, ich habe das oben zugemacht, weil da oben irgendwas so offen war. Ich weiß gar nicht, mache ich das jetzt so rum richtig oder ist das verkehrt? Also wenn das jetzt so funktioniert, dann war es richtig. Ja, war richtig. Da haben wir noch ein bisschen. So. Gut, haben wir 41. Die Farmstation braucht ja Strom. Was brauchen wir noch für die Farmstation? Ich glaube, wir brauchen noch so eine Dings. Mache ich auch gleich noch. Eins, zwei. Wir arbeiten uns langsam ran an der Maschinerie. Dann brauche ich schon hier ein bisschen Grünzeug. Haben wir nicht mehr? Nee. Okay. Aus. Knochen brauchen wir. Und was wollen wir denn farmen? Wir wollen Inferum Seeds, ne? Runter muss ich. Ich muss irgendwie den Strom jetzt umlegen. Das ist das Problem. Den Strom muss ich runterkriegen. Der Strom kommt ja von da an. Die müsste man am besten hier noch runterziehen. Warte mal, den ziehen wir am besten da runter. Dann kann man nämlich das hier. Ja, das kann man nicht wegmachen. Da geht sowieso daran.
Gut, wir müssen irgendwie da runter. Ui. Das war jetzt sehr weit runter. Auf welcher Höhe ist denn unsere Farm? Kannst du mir das mal sagen, bitte? Ganz kleinen Moment. Weil ich glaube, ich bin hier ein Stück zu tief. Müsste so 53 sein. 51, 50. Ich bin nämlich hier auf Höhe 48. 50? Ja. Okay. Kann ich den Strom jetzt so runterlegen? Okay, wie komme ich jetzt so rüber? Ich glaube, hier oben war ich doch schon mal drin oder so. Das kann nur das Treppenhaus sein, oder? Ah, siehst du? So, nicht wundern, was ich jetzt mache. Oder wir ziehen es unten lang. Ist ja wurscht. Ich würde überlegen, uns unten lang, damit wir nicht da durchziehen. Sorry, Leute. So, wir ziehen es da raus. Und legen halt das Kabel jetzt hier rein. Ui. Oh. Mein großer Bruder ist da. Komm, komm, mein Bruder, komm zu mir. Sein Spirit, Sanctus, Amus. Amen. Wollte jetzt nicht reinfallen. Oh, guck an. Gut. Na toll, Schallplatte, Eisenstiefel. So, machen wir hier noch. So was hast. Melonenkerne, gut. Ja, was wir euch wünschen, ist natürlich ein frohes, gesundes neues Jahr, dass ihr Erfolg im Beruf habt, in eurer Partnerschaft, in eurer Beziehung, Ehe, was auch immer. Und natürlich viel Gesundheit. Wer weiß das besser als ich? Gesundheit ist sehr wichtig. Ja, bewahrt euch Glück und Gelassenheit, weil manchmal im Leben geht es nicht anders. Und ja. Gelassenheit. Ja. Mhm. Ah, hier geht's rein. Ich bin ja die Ruhe. Ja, das neue Jahr hat begonnen. Ich weiß nicht, ob ihr gute Vorsätze habt. Manche machen sich welche, manche nicht. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter begleitet in diesem Jahr. Wir haben noch viel vor. Das Projekt hat ja erst begonnen. Hohoho. Hohoho. Aber fürs Erste ist diese Folge heute mal zu Ende. Doch schon wieder? Ja, wir wollen ja das neue Jahr nicht gleich mit Überlänge beginnen, oder? Nö. 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 Müssen wir nicht. Nö, ne? Sehe ich auch so. Und in der nächsten Folge zeigen wir euch, wie wir hier dann unseren Strom hier anschließen. Na, komm hoch. Komm hoch. So. Wie wir die Farming Station in Betrieb nehmen, das zeigen wir euch das nächste Mal. Bis dahin wünschen wir euch jetzt noch ein paar schöne, ruhige Tage.
Ich denke mal, viele von euch haben die Woche noch frei. Genießt es. Nächste Woche geht ja, glaube ich, für die meisten der Stress wieder los. Spätestens auch für die Schüler unter euch. Und in diesem Sinne, tschüssi, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.